Eine weitere Maschine, die im Abbruch eingesetzt wird, ist unser neuer PC 490 HRD. Und HRD steht für High Reach Demolition. Ja, das Besondere an diesem neu designten Abbruchbagger ist der problemlose hydraulische Wechsel des Auslegers. Am Bagger jetzt sehen Sie den Tiefbauausleger angeschlagen. Und Peter jetzt wird hier selbst zum Abbruchausleger wechseln. Es geht natürlich andersrum auch. Und dieser Wechsel, ganz wichtig, der kann von Peter hier ganz alleine ohne zusätzliche Hilfe vollzogen werden. Also ich helfe ihm nicht, Sie helfen ihm wahrscheinlich auch nicht. Und das Allerbeste ist, dass unser Peter hier gar nicht mal seine Kabine verlassen muss. Der kann ganz einfach drin sitzen bleiben. Denn er nutzt das patentierte hydraulische Schnellwechselsystem. Wir schauen mal, wie schnell der Peter das schafft. Er hupt mal seine Hupe und dann starten wir einen Timer. Peter, honk your horn when you're ready. Okay, er ist schon ready. Der Timer, der startet jetzt. Wir schauen uns mal an, wie schnell der Peter diesen Wechsel machen kann. Heute Morgen war er schon richtig schnell. Wir hatten, glaube ich, als schnellste Zeit die 71 Sekunden. Mal gucken, ob er seine eigene Zeit denn jetzt unterbieten kann. Ja, damit Sie diesen Vorgang auch ganz genau beobachten können, haben wir bei Peter in der Kabine eine Kamera eingebaut. Da können Sie genau zuschauen, was da als nächstes passiert. Der Timer, der läuft immer weiter. Wir sehen den Blick durch die Kabine. Ist ein bisschen schwer zu sehen wegen der Sonne, aber in der oberen rechten Ecke, da sehen Sie einen kleinen Monitor. Dieser Monitor, das ist unser Guidance-Monitor und der zeigt unserem Peter ganz genau, wie er an diesen Andockmechanismus heranfahren muss. Wir sehen, so richtig viel sehe ich jetzt gerade nicht, aber ich glaube, ich habe einen blauen Daumen hoch gesehen. Genau, das heißt also, der Peter ist perfekt rangefahren, die Linien waren übereinander, er ist auch schon fertig, er hat auch schon gehupt. Und das System hat ihm einen blauen Daumen hochgegeben. Das heißt, er hat alles richtig gemacht. Wir schauen mal auf den Timer. 65 Sekunden, unser Peter. Das ist richtig gut. Ich denke, das ist mal ein Riesenapplaus wert für unseren Peter. Er macht das ganz, ganz toll. Ganz wichtig hier auch, dass alle hydraulischen und elektrischen Leitungen, die wurden natürlich automatisch verbunden. So, vielleicht hören Sie jetzt beim Anheben so ein leichtes, ratterndes Geräusch. Das ist ganz normal. Was Sie dann hören, ist den Intensifier und den brauchen wir nämlich auch. Der gibt uns ein bisschen Unterstützung und die nötige Kraft, wenn wir jetzt den Ausleger anheben wollen. So, was jetzt als nächstes passiert ist, Sie sehen ja, wir haben den Hilfsständer noch dran. Von dem trennt sich unser Peter jetzt. Das geht natürlich auch ganz schnell und dann wird Peter sein Werkzeug aufnehmen. Das ist natürlich auch wieder ganz einfach von seiner Kabine raus. Er muss also nirgendwo nach draußen gehen. Wobei heute wäre es ja eigentlich ganz schön, aber gestern war ganz schön nass. Heute ist doch besser. Aber Peter muss, wie auch immer das Wetter geartet ist, nicht nach draußen. Er kann ganz einfach wechseln. So, jetzt kann Peter also mit einem maximal 2,5 Tonnen schweren Werkzeug in einer Höhe von 32 Metern arbeiten. 32 Meter ist auch schon echt eine ganze Hausnummer. Wir haben für Sie einen kleinen Videoclip vorbereitet, um das mal so ein bisschen zu verdeutlichen, wie hoch 32 Meter eigentlich sind. So, der Peter ist jetzt schon bereit. Sein Werkzeug ist bereit. Und wenn Sie möchten, dann gehen wir doch jetzt mal gemeinsam auf die Reise. Wir gehen in die Höhe und zwar 32 Meter. Hier sehen wir schon unser Video. Sie können das alles natürlich auch sehr, sehr gerne live beobachten und in die Höhe schauen. Und während wir vielleicht so leichte Genickschmerzen bekommen, weil wir so hoch in die Höhe gehen müssen, ist nur bei uns so, bei Peter ist es gar nicht so. Peter hat einfach die Kabine nach hinten gekippt und kann jetzt ganz einfach in 32 Metern Höhe arbeiten und alles ganz genau beobachten. Ein bisschen haben wir noch, dann haben wir die 32 Meter erreicht. Überhaupt kein Problem für unseren Peter. 32 Meter, jetzt haben wir sie. Vielen Dank, lieber Peter, das war großartig!